Guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie man das Gitarrensolo zu meinem Song Home is Where the Heart Is spielt. Das ist ein ganz einfaches Solo. Es besteht aus zwei Pentatonikboxen und ist in der Tonart Cis-Moll. Was wir für dieses Solo hauptsächlich benötigen, ist die zweite Pentatonikbox. Was sich nicht in der Box befindet, ist der dritte Ton, den wir spielen. Das ist ein A, ist die kleine Sechste und ergänzt das Ganze noch um eine nette Nuance. Und damit es ein bisschen spannender klingt, habe ich einige Slides und Bendings reingebaut. Und damit kommen wir dann auch zur ersten Pentatonikbox, die wir mit der zweiten verbinden. Für den Sound nutze ich meine Fender Kenny Wayne Shepard Stratocaster und stelle das so ein, dass ich entweder eine Kombination aus vorderem und mittlerem oder aus hinterem und mittlerem Tonabnehmer spiele. Ersteres hört ihr auf den Übungstrack und zweiteres auf der Aufnahme und der Zusammenfassung. Dann wie immer natürlich meinen Camper mit einem schönen, netten, bisschen angepassten Profile und ab geht die Fahrt.